Super ho, Michi! Super duper ho, Enrico! Ja, jetzt hat es uns leider hier erwischt. Wir sind in Quarantäne. Ja, ich kann leider nicht zu dir kommen heute. Aber wir wollen unsere Weihnachtssendung natürlich trotzdem machen und haben uns einen ganz besonderen Titel ausgesucht, den ich mir eigentlich auch gewünscht habe. Und dann hast du gesagt, hey, ich habe da mal ein Arrangement gemacht von diesem Stück. Natürlich ein kontroverser Titel. Ich muss aber sagen, ich höre den immer noch total gern. Ich finde den einfach schön, ja, toll gemacht. Ich kann auch gleich mal ein bisschen erzählen, warum ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die diesen Song gern hören wollen, wie so manche andere. Ich habe, glaube ich, zumindest für mich eine Erklärung gefunden, warum das so ist. Aber jetzt erzähl doch erstmal, wie kam es eigentlich zu diesem tollen Arrangement? Michi, das Arrangement ist schon ziemlich alt. Das war eine Zeit, da habe ich mit einem ganz lieben Freund, einem fantastischen Sänger und Gitarristen, ein Duo gehabt. Und das war der Ron van Lankeren. Mit ihm war ich lange Zeit auch mit der Band unterwegs und ist wirklich ein unfassbar toller Musiker, ein ganz kreativer Mensch auch. Und wir hatten ein Akustikduo, das heißt zwei Akustikgitarren. Und mit denen haben wir die Arrangements gemacht für Stücke, die uns gefallen haben. Zum Beispiel von Joni Mitchell, Both Sides Now oder auch Nick Kershaw Nummern. Und eines Tages kam der Ronny eben zu mir und meinte, wie wär's denn mit Last Christmas? Ich vermute mal, dass es die Weihnachtszeit war, so um die Weihnachtszeit herum, ja. Und dann meinte ich so, Last Christmas, meinst du wirklich? Aber daraus ist dann ein wirklich sehr interessantes Arrangement geworden, sowohl harmonisch als auch von der Instrumentierung her. Ich habe das ein bisschen noch aufgepeppt mit rhythmischen Elementen. Und das ist es, was ihr da hört. Das ist daraus geworden, halt eben ohne den Leadgesang, in dem Fall eben die E-Gitarre als Leadinstrument. Ja, und was es jetzt noch zu erzählen gibt, wäre vielleicht mal einen kurzen Werbeblock einzufügen. Und zwar die Bitte an euch doch, YouTube zu abonnieren und uns ein Like zu geben, wenn es euch denn gefällt. Und was es sonst noch alles gibt, das erzählt euch jetzt auch nochmal der Michi, denn es gibt ja auch noch Goodies. Klar haben wir wieder Goodies für euch. Ja, wir haben tatsächlich die Akkorde aufgeschrieben, sodass ihr das auch mitverfolgen könnt. Also abonniert gern unseren Newsletter dafür. Wenn ihr den schon abonniert habt, bekommt ihr natürlich das einfach zugeschickt. Das müsste schon in eurem E-Mail-Postfach liegen. Wenn nicht, geht einfach auf www.supergain.de. Dort könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr immer Zusatzmaterial, wenn wir denn welches produzieren. Ja. Wir freuen uns auch riesig über alle unsere Patreon-Abonnenten, ja, unsere Unterstützer auf Patreon. Dort könnt ihr alle unsere Zusatzmaterialien bekommen. Ihr bekommt dieses Mal vor Weihnachten sogar noch ein spezielles jazziges Arrangement von Stille Nacht. Wenn ihr da reinschauen wollt, dann das wird auch bald kommen. Also dort gibt es immer irgendwas Interessantes zu sehen und wir freuen uns riesig über alle Unterstützer. Ja, das stimmt tatsächlich. Auch von mir aus an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Patreon-Unterstützer. Eine tolle Sache und es sind auch immer mehr geworden. Und wirklich nochmal ganz herzlichen Dank dafür. So, jetzt ist der Werbeblock auch zu Ende. Und Michi, jetzt erklär mir doch mal bitte, du hast doch bestimmt eine Vermutung. Du als Kompositionsspezialist, du gibst ja auch Kompositionsunterricht. Sag mal, was vermutest du, ist der Grund dafür, dass Last Christmas nach so vielen Jahren sich etabliert hat als einer der beliebtesten Weihnachtssongs? Warum ist denn dieser Titel eigentlich so beliebt? Genau, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und besser im Songwriting werden will, dann ist natürlich immer die große Frage, okay, was ist für dich jetzt eigentlich ein guter Song? Und dann geht es auch darum, rauszufinden, was genau gefällt mir, ja, und was gefällt mir an einem Song, dass ich den so wahnsinnig toll finde. Und da gibt es zum Beispiel oft Purple Rain. Viele Leute sagen, hey, Purple Rain, das kann ich eigentlich immer hören, das ist irgendwie so ein toller Song. Und ich würde mal gern wissen, warum das so ein schöner Song ist. Ich habe so eine kleine Theorie, neben natürlich der ganzen Performance von dem Ganzen, die Instrumentierung, wie das klingt, ja, wie toll das gespielt ist, gibt es für mich eine Erklärung, und zwar, das Purple Rain ist ja zum Beispiel in B, ja, ich mache es einfach mal in A, weil wir auch Last Christmas in A machen, das liegt auf der Gitarre einfach ganz gut. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist bei Purple Rain die Sekunde, also die Note H, ein wichtiger Ton in der Melodie.
Kommt immer wieder vor, nicht ausschließlich, aber es ist doch sehr, sehr prominent. Genauso wie bei Last Christmas auch. Last Christmas hat auch die Sekunde in der Melodie, die natürlich immer wieder mal aufgelöst wird, aber es ist doch so eine Sache, es startet mit der Sekunde. Und ich glaube, dieser Sound, der ist so reizvoll, dass wir den also wirklich über Jahrzehnte immer wieder hören können. Das ist zumindest so meine kleine Erklärung, warum das interessant ist. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir jetzt eben nur Akkordtöne haben, was ja gern mal so ist, auf einem Akkord als Melodieton, sondern wir haben die Sekunde und deswegen spielen wir natürlich auch als Akkord gern mal hier zum Beispiel so ein Sus-2-Akkord, damit das mit der Melodie harmoniert. Aber es ist schon immer so ein bisschen latente Dissonanz zu hören oder so eine Spannung. Und das finde ich irgendwie ganz interessant und diese Erklärung gefällt mir irgendwie ganz gut. Vielleicht hilft das auch ein bisschen weiter. Und dann möchte ich aber noch gern über diese tollen Akkorde sprechen, die der Enrico sich da ausgedacht hat, die mich sofort an Christopher Cross erinnert haben, ja, aus den 80ern. Ich meine, der ist natürlich immer noch unterwegs, aber ein fantastischer Komponist, Sänger und auch Gitarrist. Und hier ist es eigentlich so, dass eben eigentlich würden wir sagen, okay, wir starten mit diesem A-Akkord oder A-Sus-2. Das Original von Last Christmas ist ja irgendwie so zwischen C und Des angesiedelt. Das ist nicht auf 440 getuned, 440 Hertz. Aber wir spielen es in A, weil es einfach gut liegt. Du kannst ja vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen, dann Enrico, warum du die Tonart gewählt hast. Aber ich denke mal, es liegt einfach gut auf der Gitarre, klingt gut. Ist auch vielleicht dann für eine Stimme auch ganz gut dazu zu singen, weil George Michael hat ja eher eine höhere Stimme. Vielleicht so, wenn man jetzt dazu singen wollte, ist es auch eine ganz gute Tonart. Aber was ich interessant fand, ist, dass du jetzt nicht einfach nur A-Sus-2 spielst zum Beispiel, sondern hin und wieder auch mal erst so ein E-Dreiklang hier oben. Könnt ihr gleich in den Griffdiagrammen mal mitlesen in unserem Newsletter. Der müsste schon bei euch sein, schaut mal rein. Ein E-Dreiklang über den A-Basston. Und den lösen wir dann auf zum A-Dreiklang. Das gleiche passiert jetzt über Fis auch. Das ist Fis-Basston. Oben E-Dreiklang. Jetzt käme eigentlich H-Moll. Jetzt spielen wir einfach ein Barré am zweiten Bund und haben praktisch oben hier einen A-Dur-Dreiklang über H, der sich dann auflöst in einen H-Moll-Akkord. Jetzt kann ich das gleich liegen lassen und forme hier oben mit dem Barré einen D-Akkord. D über E. Und jetzt kommt noch hier der Ringfinger auf den vierten Bund der G-Seite. Dann wird es ein H-Moll über E. Ja, also dann wird es wieder nach E-Dur aufgelöst. Finde ich super passend für den Song. Also echt tolles Arrangement. Gratuliere. Damit kann ich eben so einen Vorhalt erzeugen auch, weil dieser E-Akkord über A ist eigentlich nichts anderes wie ein A-Major-9-Akkord jetzt. Ja? Das heißt, das Gis hier ist die Major 7, das H ist die 9 und oben haben wir die Quint. Und dann löst sich jeweils, die Major 7 löst sich jetzt zum Grundton auf. Die Sekunde zur Terz und
ergibt einen super Sound. Und diesen Vorhalt kann ich jetzt auch basteln über den Fizz. Ich habe also immer, wenn der E-Akkord kommt, habe ich erstmal zwei Töne, die nicht im Akkord sind. Beim Fizz sind es jetzt eben hier die 9 und oben die 11. Die sich dann in die Terz und die Quint auflösen. Ja. Steht auch alles im Griffdiagramm, könnt ihr schauen. Oder ich nehme oben das E noch mit. Hier ist das auch ein Sus-Akkord. Das heißt auch, es ist ein Sus-Akkord. Das bedeutet, ich habe hier sowas wie die Quarte, die Sept und die None. Und jeder von diesen Tönen löst sich jetzt in einen Akkordton auf. Also das erzeugt Spannung. Hier rein. Und hier, dieser D-Akkord über E ist auch ein Sus-Akkord. Ich habe hier die Quarte. Die Sus 4 sozusagen, die Septim und die 9. Wenn ich jetzt H-Moll draus mache, dann wird die Quarte zur Quint, also dieser Sus wird aufgehoben. Ich habe oben aber immer noch die Sekunde, also es wird ein Sus 2 daraus, ja, ein 7, ja, Sus 2. Wirklich ein toller Sound, oder? Ja. Und zu guter Letzt finde ich auch spannend, dass du ja Vers und Chorus unterscheidest. Im Original sind es immer dieselben Akkorde, es sind vier Akkorde. Ja? Erste Stufe, ja, geht zur sechsten Stufe, dann geht es zur zweiten Stufe, zur fünften und zur ersten. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du dann im Vers tatsächlich einen anderen Akkord noch einbaust. Sehr spannende Angelegenheit, ja. Und zwar einen G-Sus 2, der dann nach E7 geht. Wieder nach A. Ja, dieser G-Akkord ist jetzt ein sogenannter Modal Interchange-Akkord. G-Akkord kommt in A-Dur überhaupt nicht vor. Ja, das heißt, in A-Dur haben wir ein Gis. Das heißt, es ist weit und breit kein G. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass ich mir Akkorde aus der Molltonart, aus der parallelen Molltonart, aus A-Moll, Ausleihe. Kommt ganz oft vor. Ja. Sehr beliebt ist zum Beispiel die vierte Stufe, die in Moll ein Moll-Akkord ist. Die leihe ich mir nach Dur aus. Also das klingt zum Beispiel so. Dass ich von D nach D-Moll gehe und dann nach A, kennt man von vielen Beatles-Songs und so, das ist Modal Interchange aus der parallelen Molltonart. Was auch oft vorkommt, ist, dass die siebte Stufe, und zwar das ist in dem Fall eben die kleine 7, weil die Molltonleiter hat ja eine kleine 7. Ja, da gibt es ein G. Klar, A-Moll, wenn es die gleichen Töne wie C-Dur. Und da wäre ein G-Akkord. Und den können wir uns jetzt ausleihen. Das klingt sehr spannend. Hört nochmal hin, wie das klingt. Das klingt so, wie wenn ich jetzt ganz kurz mal so eine Moll-Färbung bekomme in dem Song. Aber ich gehe nicht nach Moll, sondern ich leihe mir bloß diesen Sound ganz kurz aus und gehe dann wieder gleich wieder zurück zu dem E-Akkord, wo ich denke, ah ja, es war ja gar nicht so schlimm. Ja, wir sind ja doch wieder in A. Hört nochmal kurz hin, wie euch das so gefällt. Thank you.
probiert einfach mal aus. Ja. Ja, Enrico, sind wir natürlich total gespannt, wie du diese super geschmackvolle Solo-Gitarre da jetzt zusammengebastelt hast. Wie gehst du denn eigentlich vor, wenn du so eine Gesangsmelodie eigentlich hast? Das ist ja kein Instrumentalstück eigentlich. Hast du da irgendwelche bestimmten Herangehensweisen, wie du das machst, wenn du sowas jetzt auf die Gitarre bringst eigentlich? Naja, also was die Komposition bzw. das Arrangement angeht, muss man sagen, dass der Ronny, als wir uns damals trafen, schon einen Teil mitgebracht hatte, auch was die harmonische Struktur anging, sodass wir dann zusammen nochmal das weitererarbeitet haben. Und es wurde dann eben auch diese Christopher Cross angelehnte Geschichte. Und ich habe mich dann später dann um das rhythmische Arrangement gekümmert. Aber wir haben das natürlich gemeinsam erarbeitet und zu dem gemacht, was du jetzt am Ende hörst. Also ich habe da nicht alleine arrangiert und schon gar nicht hatten wir irgendwie Modal Interchange so im Hinterkopf, sondern wir haben einfach das gespielt, was uns gefallen hat und was wir gehört haben. Mit Modal Interchange bin ich erst viel später in Verbindung gekommen. Das ist tatsächlich so, dass es gar nicht so einfach ist, Gesangsmelodien so auf das Instrument zu übertragen, dass sie auch nicht langweilig klingen. Und dazu gehört erstmal, ja, sich die Melodie ganz genau einzuprägen, genau zu lernen, also viel hinhören und am besten nachsingen können. Diese Melodie ist jetzt relativ einfach, die kann man auch relativ einfach nachsingen und dann auch eben, wenn man sie nachsingen kann, auch relativ einfach übertragen auf das Instrument. Das hatten wir schon mal in einer der früheren Folgen, dass wir gesagt haben, was man singen kann, kann man auch relativ schnell auf dem Instrument dann sich zurechtlegen und wiederfinden. Ansonsten ist es so, dass man, weil die menschliche Stimme eine unfassbare Dynamik hat und unglaublich viel Ausdruckskraft und Möglichkeiten, das auf die Gitarre zu übertragen, ist das eigentlich Schwierige. Und da muss man wirklich alle Technikkästen, die man so hat, aufmachen und alles rausholen, was man so hat. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel benutzt, obwohl es eine ganz einfache Melodie ist. Aber es kommen zum Beispiel vor Hammer-ons, Pull-offs, Bendings als Ganzton-Bendings und auch die Halbton-Bendings kommen vor. Dann gibt es auch Slides aufwärts und abwärts. Und dann auch mit der rechten Hand Techniken, wie zum Beispiel das Palm-Muting, das heißt mit den Handballen ein bisschen die Saiten abzudämpfen. Das ist nochmal eine Dynamikstufe, eine Ausdrucksmöglichkeit. Sowas zum Beispiel. Naja, und das Stück an sich geht tatsächlich jetzt hier mit einem Part los, der komplett anders ist als im Original. Das heißt, der Ronny hatte die wunderbare Idee, mit den letzten zwei Zeilen des Verses anzufangen, des zweiten Verses, glaube ich, ist es, und ganz frei zu stehen, also ohne Chords, ohne nichts, und dann fängt erst das Gitarrenpicking an. Diesen Part, da habe ich jetzt auch im Playback kein Klick reingemacht. Das macht wenig Sinn. Also ihr könnt einfach anfangen, sobald die Picking-Gitarre beginnt, könnt ihr mit der eigentlichen Melodie, mit dem Last Christmas tatsächlich anfangen. Und das können wir uns mal anschauen, um diese Technikbausteine nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, die ich da benutze. Also, die Melodie beginnt erstmal eine Oktave tiefer, weil sie praktisch, der Vers kommt in dem Fall zweimal. Eigentlich ist es der Chorus sogar, der ist zweimal. Und deswegen mache ich ihn das erste Mal in der tiefen Lage und beim zweiten Mal spiele ich den eine Oktave höher. Und das zeige ich euch mal. So, das geht so. So, da ist es bereits so, dass ich ein Slide eingebaut habe. Und dann
ist es so, dass ich von diesem Cis zurück aus A mit einer Überstreckung zurückgehe. Ich möchte nämlich alles auf dieser H-Seite spielen, damit es vom Sound her sich nicht so sehr unterscheidet, wie wenn ich zum Beispiel auf die E-Seite gehen würde. Also nochmal. Genau. Dann geht's weiter. Da ist schon mal das erste Halbtonbending. So, und dann geht's gleich weiter mit dem Ganztonbending. Und im Anschluss gleich wieder ein Halbtonbending. Also Ganztonbending, Halbtonbending. Da darf der Ton ruhig auch mal kippen in die Obertöne. Das gibt eine zusätzliche Farbnote. Vielleicht zu den Bendings. Also es sind keine Blues-Bendings, sondern es sind wirklich Bendings, die eine Zielnote haben. Das ist eben der Ganzton höher oder der Halbton höher. Und das ist nichts Bluesiges. Und um die richtig zu treffen, das kann man üben, indem man den Zielton mal zuerst anspielt und dann sozusagen das Bending zu diesem Zielton, das man gerade gehört hat, dann hinführt. Dann beim Halbton genauso. Genau. Ich verzichte auch im Wesentlichen auf großes Vibrato. Also das ist dann, kann oft nerven, wenn es zu starkes Vibrato ist, dann ist es gleich zu viel Ausdruck. Das ist so, wie wenn ein Sänger ständig ein Vibrato machen würde. Das machen die ja auch nicht. Also da, wo es sinnvoll ist, schon, aber nicht immer und bei jeder Note, die länger steht, ein Vibrato machen. Ja, und dann kommen wir zu einer Stelle, die, es ist eigentlich nur ein Halbton hin und her, aber ich spiele ihn auf drei verschiedene Weisen. Also wir kommen von hier. So, dieser Halbton hier, da geht es von dem Gis zu dem A, den mache ich immer, indem ich erstmal einen Halbton ziehe, dann entweder ein Hammer-on und Pull-off oder eben auch raufrutsche und wieder zurück. Also, könnte so sein. Also wenn wir von hier kommen. Und zurück zum E mit einem langen Slide. Im Prinzip ist es das auch schon. Und das Ganze kann man jetzt natürlich noch würzen mit mehr oder weniger starken Anschlag. Dazu gehört natürlich auch ein guter Sound, der sehr dynamisch ist. Was ich übrigens benutze, ist hier unser eigenes Kemper Profile von Michis Fuchs Amp. Wir sind nämlich gerade dabei, eine ganze Kollektion aus unseren Amps zu profilen. Und das wird ein schönes Paket sein, das ihr zur Verfügung gestellt bekommt, beziehungsweise auch kaufen könnt. So, die Gitarre ist meine schöne Strat, die ich vom Günther Grünwald bekommen habe. Ein wunderbares Geschenk. Ich spiele sie wahnsinnig gerne, vor allem im Studio und hier in der Zwischenstellung, wo er hier als Single Coil, also beides praktisch als Single Coil, also gesplittete Humbucker sozusagen. Ja, das sind so die technischen Notwendigkeiten, die man da hat, um sowas möglichst mit viel Dynamik und möglichst viel Ausdrucksstärke
irgendwie zu würzen. Und dazu gehört auch, dass man mal vielleicht etwas leichter anschlägt, dann wieder etwas stärker. Und selbst wenn mal ein Ton ein bisschen früher abstirbt, aber das gehört dazu und das macht das Ganze eher lebendig. Insofern traut euch mal. Letztlich ist es alles Geschmackssache. Wenn ihr das dann auch mit Tappings machen wollt, bitte sehr. Aber ich denke, das war jetzt mal so ein Grundgerüst, wie man an so eine Nummer rangehen kann. Und da habt ihr jetzt auch schon ganz schön Material. Der Michi hat ja auch noch eine Menge Harmonielehre erklärt. Und dann mit den technischen Dingen, die es hier noch zu tun gibt, habt ihr bestimmt einiges vor jetzt in den Weihnachtsferien. Viel Spaß dabei mit Last Christmas in der Instrumentalversion. Und ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt alle gesund und bleibt uns treu. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Freitag dann auch schon wieder dabei seid. Alles Liebe, bis bald. Auch von mir ganz liebe Weihnachtsgrüße. Habt viel Spaß mit unserem Material hier. Vielleicht wollt ihr das sogar an Weihnachten kurz vorspielen. Natürlich ist es wie immer so, schickt uns doch ein Video, wenn ihr Last Christmas spielt. Vielleicht sogar am Weihnachtsabend. Das würde uns wahnsinnig freuen. Und schaut gerne nochmal auf Patreon rein. Dort gibt's ein kleines jazziges Arrangement von Stille Nacht. Vielleicht habt ihr da auch Lust, das auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Now I know what a fool I've been. But if you kissed me now, you'd never fool me again.